Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Das Angezockt kam hier richtig gut bei euch an. Ich habe die Kommentare jetzt selber noch nicht gelesen, aber ich habe gesehen, dass wir hunderte von Daumen nach oben darauf hatten und ihr einfach mehr sehen wollt. Und mir hat das beim Anzocken auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das ja mitten in der Nacht aufgenommen, das Ganze, um euch das dann noch zeigen zu können. Denn es kam so überraschend, dass ich mich gar nicht darauf vorbereiten konnte. Aber es macht Lust auf mehr. Also ich habe selber Bock, da auch die Karte so ein bisschen zu entdecken, was wir im Angezockt schon gesehen haben. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, halt auch die Umgebung zu erkunden und so weiter. Wir machen wieder ein neues Spiel. Wir fangen nochmal von vorne an und werden das mit dem wenig Wissen, was wir zuvor errungen haben, werden wir das Ganze einfach nochmal neu starten. Wir machen da auch nicht lang rum. Ich bin selber gespannt, wie viel Inhalt diese frühe Early Access Version schon bietet. So, gemeinsam stark sind wir. Wunderbar. Und starten mit erstmal diesem Schwierigkeitsgrad. Wenn wir damit zu easy durchkommen oder sowas in der Art, können wir später auch nochmal höhere Schwierigkeitsgrade versuchen. Aber ich denke mal, jetzt hierfür ist es erstmal ausreichend für das Angezockt. Man will das Spiel auch erstmal erkunden und dann kann man sich ja vortasten, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ich bin selber sehr gespannt. Es erinnert ja sehr stark an viele andere Spiele. Banished habe ich gelesen. Ja, dann kann man aber fast jedes Aufbauspiel nehmen. Das sehe ich nicht so, aber das ist ja eure Meinung. Und es kam als Hinweis, dass das Tutorial einfach nur die Punkte des der Hilfe so durchgeht, so Schritt für Schritt. Und wir bauen mal hier ab. Mit Steuerung war das größer, ne? Machen wir so. Lebensmittellager. Die sollen die Büsche hier aufsammeln. Das ist immer ein Zufallsprinzip, wie viele Büsche da in der Nähe sind oder wo die Ressourcen stehen. Ansonsten, die Karte ist ja relativ gleich und ich werde relativ früh das Tor bauen, aber erstmal brauchen unsere Bewohner hier eine Möglichkeit, überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben, und ich schiebe das mal hier oben so dran, wobei wir wollen noch Straßen dazwischen kriegen. Bauen wir mal so. Und so muss passen, oder? Ja. Ziemlich nah an der Straße. Hier machen wir noch eine Straße durch. So, vielleicht können wir das hier nochmal abbrechen. Ich glaube, ich lasse das doch um eins ein bisschen mehr Abstand zur Straße. Ja, so ist es sauberer. So geht's durch. So, das ist die Basissteuerung. AWSD haben wir. Wir bauen die Sachen. Wir greifen dem Tutorial mal ein bisschen vor, sozusagen. Genau, Mausrad. Zoomen, drehen, das wissen wir ja alles. Ich finde es eine sehr schöne Grafik. Ich habe das ja mitten in der Nacht aufgenommen. Ich war schon relativ müde, war aber so aufgeregt, weil neues Spiel, neues Aufbauspiel, da bin ich ja Zocker. Jo, machen wir. Wir sind schon am Bauen. Bin mal gespannt, jetzt müsste das hier vorangehen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit gibt, das Interface irgendwie auszublenden. Ah. Okay, hier ist irgendwas, wie das Gelände sich bewegt. Ich habe einfach mal die F-Tasten durchgegangen, das ist F11. Ah, das Interface ausblenden mit F8. Sehr schön, für die Screenshot-Macher ist F8 natürlich eine wahre Wonne. Sehr schön, dann können wir hier mal so... können wir unseren ersten Screenshot machen. Ich habe das Ganze nämlich in Steam eingebunden, als Steam-fremdes Spiel. Sehr schön. Jo. Grundlagen sind gelegt, sozusagen. Spitzenmäßig, F8. Nice. So, eine Wasserquelle sollen wir bauen. Die sollen sich ja nicht überschneiden. Das haben wir in den in Tutorial nochmal gelernt. Der geht bis dahin. Und dann hätte ich gesagt, wir bauen hier einfach nochmal eine hin. So ein bisschen Abstand. Oder vielleicht so zwischen die Häuser. Ne, da wollen wir vielleicht mal eine Straße noch durch. Ich baue es jetzt einfach mal hier hin. Ich glaube, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Ja, ich freue mich schon drauf, die Karte weiter zu entdecken. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen mehr Inhalt drin ist, außer jetzt hier diese Grundlagen, die wir hier gebaut haben. Lebensmittel, Lagerhaus, das wäre die nächste Stufe. Oder ist das das Lagerhaus gewesen? Ne, das war der Bunker. Lebensmittel, Lagerhalde. Das ist Material, das ist Lebensmittel, genau. Okay, dann ist das Lagerhaus das nächstgrößere.
Ich würde sagen, wir gehen mal direkt hier auf die Aufforstung bzw. auch das Sägewerk und werden hier, wo geht denn die Straße später mal entlang? Ich würde sagen, hier an den Häusern vorbei. Okay, bauen wir hier das Sägewerk hin und dann bauen wir den Förster am besten vis-à-vis, oder? So, so bauen wir das. So, hier geben wir mal eine Priorität drauf, dass das eine hohe Priorität hat, dass das fertig gebaut wird. Sehr schön. Ah, jetzt weg. Ah, die haben auch so einen kleinen Aufgang hier vorne. Okay, hat das Ding das auch? Ja, okay, die haben immer so einen kleinen Aufgang, wo man dann sich auf das Podest stellen kann. Ich finde es ja sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also so dieser Grafikstil, dieses leicht gezeichnete und so weiter, finde ich schon cool. Bin ich sehr gespannt. So, dann können wir hier, genau. Die zwei Brunnen, die sie überschneiden, sind die Produktivität. Das hatten wir ja gelernt, genau. Genau, das Sägewerk entsteht. Die sammeln fleißig weiterhin das Material. Boah, das ist ein Rieseneber. Ich glaube, die atomare Verseuchung hat hier einiges verändert. So, der Jäger. Ne, das Sägewerk. Der Förster. Arbeitszone verlegen. Wo machen wir das denn? Vielleicht hier so, oder? Oder hier drüben. Hier ist eine Menge Bäume. Setzen wir das mal hier so hin. So, und der hat auch eine Arbeitszone. Die setze ich jetzt einfach mal hier so auch da rein. Dann haben wir nämlich den Förster, der hier aufforstet und das Sägewerk, das praktisch, können wir die noch ein bisschen größer machen? Jo. Machen wir hier mal so durch. Und den müssen wir auch noch ein bisschen größer machen. Oh, der forstet hier so in dem Bereich auf. Das wird schon gehen. So, zwei Lagerstellen sind leer. Also das heißt, da ist auf jeden Fall nichts leer. Naja, gut, das sind jetzt die Büsche. Da sind auf jeden Fall noch welche zu holen. So, die Kolonisten, Träger und Gesamtbevölkerung. Bestätigen wir. Was wir jetzt auf jeden Fall bauen, ist hier unter Sicherheit das Tor, damit wir nämlich neue Kolonisten bekommen. Und hier fehlen noch Ressourcen. Okay, jetzt fangen die da an. Und die produzieren nämlich die Bretter, die wir brauchen. Baumaterial nicht ausreichend. So, wir können die Arbeitsplätze anpassen. Machen wir auch auf dem hier und werden hier einen zweiten Sägewerkmitarbeiter einsetzen. So, wieso sehe ich hier jetzt zum Beispiel nicht, wie viel diese Baustelle braucht? Ja, das habe ich gemerkt, aber das wird ja wohl hoffentlich bald dazu kommen. Plastik und Metall. Ach, der Recycler war das, gell? Den müssen wir noch bauen, damit wir die Plastikplanen und so weiter bekommen. Die baue ich jetzt mal hier so nebendran. Ich lasse ein bisschen Platz. So. Ich hoffe, das reicht aus vom Bunker aus, dass wir hier so eine T-Kreuzung machen. Nahrungsproduktion, genau. Gemüse, Fleisch und so weiter. Der Fallensteller, den müssen wir auch noch bauen. Das war mal ein Tooltip zu lesen, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Damit können wir dann Essen ranholen. Also Holzproduktion ist sichergestellt. Hier werden wir Plaste umwandeln lassen. Das läuft ja auch so langsam an. Und dann sollten wir uns um Essen kümmern. Dann machen Fischerhütte, macht keinen Sinn, den Fallensteller. So, und den Fallensteller... Okay, da sind Bäuprojekte im Bau, das macht keinen Sinn. Weißt du was, dann setze ich den hier so da rein und der wird so
Da geht der Weg vorbei. So, setze ihn hier auf die Lichtung. Das müsste eigentlich funktionieren, so wie ich mir das vorstelle. So, Arbeitsbereich verlegen. Da ist einer. Was haben wir hier drüben? Da ist nichts. Also gehen wir hier drauf. Last und Laster einsammeln. So, vier Träger haben wir. Wegen den Berufen, also beziehungsweise die Positionen, die hier besetzt werden. Hier ist ja zum Beispiel einer, der nachpflanzt. Zwei, die Holz schlagen. So, jetzt müssen wir nochmal warten. Wie viel braucht denn das Tor? Warte mal, wir gucken uns das einfach mal an. Das Tor braucht 20 Balken, das ist nicht das Problem. 15 Ziegel hätten wir auch, wir haben kein Blech. Wir haben einfach kein Blech. Das ist hier mitzumachen, oder? Der ist jetzt im Bereich von Steinen. Was haben wir denn hier? Kleine Zement, Bretter, Bretter. Können wir vielleicht hier nochmal die Arbeitszone verlegen? Wo ist denn hier Blech? Ist das hier dabei? Nee. Wo gibt's denn hier Blech? Blech. Da ist Metall. Warte mal. Okay, das ist auf jeden Fall nicht. Das Lebensmittellager ist er auch nicht. Können wir hier mit Metall sammeln? Wo war denn der Schrotthändler? Okay, machen wir gleich. Haben wir wahrscheinlich noch nicht gesetzt, oder? Haben wir hier noch irgendwie ressourcentechnisch? Der Schürfzug. Genau, die machen Bleche. Das brauchen wir. Und das setzen wir dann praktisch hier rüber. Auch mit ein bisschen Abstand. So, jetzt habe ich dem das natürlich direkt in seinen Wald gesetzt. Warte mal kurz, das machen wir nochmal Abbruch. Dann setzen wir das Ding lieber hier mit ein bisschen Abstand hier hin, dass sie hier noch mit den Wegen durchkommen. Hier blockieren wir auch nichts. Mit hoher Priorität sollen die an diesem Ding bauen. Der Fallensteller ist fertiggestellt. So, muss ich den irgendwie in den Arbeitsbereich zuweisen? Nein. Nein. Wir brauchen Bleche, das ist essentiell eigentlich. Jetzt sind alle Materialien da. Lagertypen. Genau, das haben wir ja, glaube ich, schon so ganz gut auch selber erkannt. Hier wird es langsam aufgebaut. Und dann können wir endlich neue Metalle holen. Und dann ist unser Dorf schon gar nicht mehr so klein hier. Sehr schön. Laster. Hier ist noch eine mehr in der Nähe. Alles klar. Und vielleicht direkt einen zweiten Sammler eingesetzt. Ich glaube, zu bauen haben wir im Moment sowieso nicht. Aber die sollen jetzt erstmal Metalle besorgen. So, dann sollten wir auch das Tor fertig kriegen. Dann haben wir auch endlich neue Bewohner. Und kommen dann auch endlich weiter, was das Ganze angeht. Da entsteht das erste Metall. Und dann sollte das Tor auch zum Ende dieser Folge sehr wahrscheinlich fertig sein. Da wird schon wieder Metall hingebracht. Sehr schön. Ja, habe ich. Die Geschwindigkeit habe ich doch hier. Bin ich doch am Machen. So. Kaninchensaison. Alles klar. Wir sollen die zum Jagen schicken. Mache ich. Es gibt hier, glaube ich, keinen negativen Wert. Nachdem die Kurve wirklich lange weg war, kehrt sie erstaunlich zurück und hat ein Wild mitgebracht. Genau. Da bin ich mir unsicher, ob diese Ereignisse wirklich per Zufall ausgehen oder ob es irgendwelche Voraussetzungen gibt, die diese Events sozusagen negativ bzw. positiv. Und der Bunker ist auch total zerstört, oder? Hier ist doch die Tür raus, kann man das nicht. Aber so unser Zwischenlager, was wir noch hatten.
Also auf jeden Fall, ob man die Events irgendwie beeinflussen kann. Würde mich schon interessieren. Hier wird das Material gesammelt. Hier in der Mitte sieht man es. Leider weiß ich nicht, was fehlt. Ich sehe nur das, was fehlt. Da ist noch ordentlich Metall drin, also die arbeiten auch noch. So, ich glaube, die schlafen jetzt auch derzeit alle. So, da wurde Metall hergestellt, würde ich behaupten. Sehen wir das, was da drin liegt? Ne, Folien sind das. Metalle fehlen immer noch. Das ist dann hier aus dem Schürfzug. Nein, Moment, hier ist der. Der macht die Plaster. Gut, die arbeiten gerade nicht. Die haben wahrscheinlich in der Nacht gepennt. Spiel gespeichert. Kolonist ist infiziert. Oh. Verletzungen. Wir sollen ein Medizinzelt bauen. Da. Und die Grabgrube können wir später bauen, wenn das irgendwie schief geht. Ich würde sagen, medizinisch versorgt. Vielleicht direkt hier am Eingang, oder? Auch wenn fremde Kolonisten ankommen, die dann irgendwie versorgt werden müssen. Ich setze mal hier dran. Direkt in den Eingangsbereich. So, wenn man von einer schwierigen Mission nach Hause kommt, dass man da dann seine Verletzten regenerieren kann. So, das Tor sieht aus, als hätte es alle Materialien. Das ist schon mal gut. Dann müsste das nur noch fertig gebaut werden. Wir können auch dem Tor keine Prioritäten geben. Okay, ist anscheinend schon drin. Ich habe auch zu viele Leute eingesetzt. Wir haben relativ viel Holz. Ich würde jetzt mal den einen Holzfäller hier abziehen. Zwar noch einen Träger mehr bekommen. Und hier auch den Schürfzug. Da würde ich auch mal jemand abziehen, damit wir mehr Leute haben, die noch Sachen tragen können. So, hier sehen wir aber den Bau. 6 Bleche fehlen. Gut, die können jetzt auch dazu getragen werden. Die haben wir auf jeden Fall. Da ist wieder eine Entscheidung zu treffen. Ah ja, die Mülldeponie. Dazu bauen wir 2 Werkzeuge. Wir haben keine 2 Werkzeuge. Warte mal, wir können ja mal ja sagen. Ja, wir hatten noch gar keine Werkzeuge. Oder? Egal, es war positiv. Unser Ausflug zur Mülldeponie. So, da wird das Zelt... Oh, schon 2 infiziert. Jetzt wird es aber auch Zeit. Wieso erkennt er diese Baustelle nicht? Das verstehe ich nicht. Hat er etwa Schwierigkeiten? Ah, sie blubbern hier. Also er blubbert und stinkt so ein bisschen vor sich hin. Ich hoffe, dass sie jetzt zu dem Arzt gehen können. Ja, da ist der Erste im Zelt verschwunden. So, der Erste wird geheilt, sehr schön. Und da kommen noch Materialien für das Tor. Ah, jetzt geht's los. Jetzt wird das Tor aufgebaut, sehr schön. So, ganz langsam tut sich da was. So, was mit dem Zweiten? Geht er auch zum Doc? Wie viele Plätze sind denn da? Ah, behandelt, 100%. Jetzt kann der Nächste rein, genau. Und er wird auch behandelt. So, hier entsteht langsam aus Ruinen das Tor. Sehr schön.
Sehr schön, da haben wir das Tor doch fertig. So, und da kommen die ersten Überlebenden in die Stadt rein. Und jetzt ist die Frage, ob man da drei Erwachsene, null Kinder, und die bringen ein bisschen Klamotten mit, ein bisschen Seil, ein bisschen Fisch. Wir nehmen die jetzt auf. Die können bei uns jetzt mitarbeiten hier. Wir haben den Bau des Tores fertiggestellt. Drei Kolonisten sind noch obdachlos. Da werden wir auf jeden Fall was tun. Ich glaube, hier ist ein schöner freier Platz. Da setzen wir schon mal die nächste Hütte an. Mit dem Weg nach oben. Und lassen so einen Weg in der Mitte frei. Ich hoffe, dass das so passt. Ja, das sieht doch gut aus. Bretter werden auch weggeräumt. Dann können wir noch ein paar Wege bauen. Ja, schöne Grundlagen in der ersten Folge. Ich denke mal, wir sind ähnlich weit, wie wir es im Angezockt hatten. Und können dann die Weltkarte erkunden. Da werden wir auf jeden Fall Leute losschicken. Und der Sheriff ist in der Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel mehr haben wir jetzt nicht gesehen als im Angezockt, aber ich wollte da auch jetzt nicht irgendwie bei dem zweiten Teil starten, weil es hieß ja Angezockt. Und ja, vielleicht macht das Konzept auch bei so einem Spiel dann wenig Sinn. Vielleicht hätte ich einfach auch die erste Folge euch im Angezockt zeigen können. Egal, wir machen weiter. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir, was wir noch entdecken können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann denkt bitte an den Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.